ein sehr erholsamer Schlaf. Asburhal? Hallo? Asburhal? Die Ehre ist ganz meinerseits. Bei mir auch, die Daumen. Womit habe ich diese Ehre verdient? Ich bin gerade auf der Suche nach jemandem. Seid gegrüßt. Asburhal? Asburhal? Vielleicht ist er ja draußen. Ist er auch nicht. Asburhal? Hör auf, so rumzuschreien. Karatif, wo ist denn dein guter Freund hin? Ich habe ihn weggeschickt. Du hast ihn weggeschickt? Wer gibt dir das Recht, hier einzugreifen? Was mir das Recht gibt? Das fragt der kleine Mann, der meine Rüstung kriegt, die ich im Schweiße meines Angesichts erarbeitet habe. Sei ein bisschen freundlicher zu mir, kleiner Mann, sonst bewegst du dich keinen Millimeter mehr. Hast du nicht gemerkt, was das Problem ist mit Asburhal? Nein, rede weiter, Karatif. Er ist viel zu stark für dich. Viel zu stark. Hast du nicht bemerkt, wie er immer einen Lich beschworen hat, der die ganze Arbeit für dich gemacht hat? Ja. Was würde wohl passieren, wenn er weiterhin bei dir bleiben würde? Was würde wohl passieren? Ich würde mich immer mehr auf ihn verlassen. Ich würde immer wie weniger selber kämpfen. Ich würde immer schwächer werden. Genau. Und ich will keinen Schwächling in meiner Rüstung haben. Kommt das bei deinem kleinen Hirn an? Okay, Karatif, okay. Ich verstehe, wo du hin willst, aber bitte, das nächste Mal sprich das mit mir ab und entscheide das nicht einfach so. Werde ich machen. Okay, dann wollen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Okay. 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 Wo wollen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? An die Goldküste runter. Okay. Dann wollen wir dort doch mal hingehen. Wir sollen ja einen Norbert Lellis aufsuchen. Hast du recht, kleiner Mann. Konzentrieren wir uns erstmal wieder auf die Arbeit. Finde ich auch so. Okay. Dieser Norbert Lellis soll am Hafen einen Stand haben. Oder einen Stand, besser einen Laden. Mal vorbeischauen und schauen, wo der Schuh drückt. Ich hoffe, er bezahlt ein bisschen Geld, denn ich mache das definitiv nicht umsonst. Guten Tag, der Herr. Morgen. Morgen. Okay, dann raus an die Küste. Bisschen neblig heute. Okay. Okay, irgendwo da drüben müsste er sein. Zum Glück habe ich diese Karte. Hier ist eine Herberge. Nicht gerade das, was ich suche. Das sieht mir aus wie ein Laden. Lellis Qualität. Sehr schön. Ah, guten Tag, der Herr. Grüße. Willkommen bei Lellis Qualitätswaren. Wir führen ein umfangreiches Sortiment, das sicher auch euren Wünschen gerecht wird. Oh, und vielleicht habt ihr ja das Schild draußen gesehen. Kleiner Irrtum, wisst ihr? Pech gehabt. Also, was kann ich für euch tun? Ihr seid doch Norbert Lellis, oder? Ich bin Norbert Lellis. Wie kann ich euch behilflich sein? Mein Name ist Paul Dirac. Ich werde von der Kriegergilde geschickt,
um euch bei einem kleinen Problem mit Einbrüchen zu helfen. Es gab doch Einbrüche hier, oder? In den letzten Monaten wurde mir schon einiges aus meinem Laden gestohlen. Ich ersetze es immer, aber sie stehlen es einfach wieder, trotz neuer Türschlösser. Sie kommen immer nachts, wenn ich schon im Bett bin. Vielleicht transportiert sie ja einen Magier in meinen Laden. Ihr könnt ja über Nacht im Laden bleiben. Viel Glück. Das hört sich doch sehr verdächtig an. Aber das Beste wird wohl sein, ich werde in der Nacht in eurem Laden bleiben und mal schauen, wer hier so rein und raus geht. Aber könnt ihr mir sonst noch irgendwas erzählen über diese Einbrüche? Wie gesagt, ich brauche euch, damit ihr diesen Einbrüchen in meinen Laden ein Ende bereitet. Es scheint immer nur nachts zu passieren. Okay, das hört sich komisch an. Dann werde ich mich mal auf die Lauer legen und schauen, wer hier nachts ein- und ausgeht. Ich danke euch für den Auftrag und ich melde mich zurück, falls ich mehr weiß. Bis später. Lebt wohl. Okay. Hier geht's nach draußen. Oder sind das hier sein, ist das hier sein Haus, wo ich ihn erwischt habe? Ah, das scheint sein Haus zu sein. Okay, wir sind... Bin also gar nicht im Laden. Ich muss aufhören, in der Mehrzahl zu sprechen. Asbohal ist ja nicht mehr da. Aber ich bin ja immer noch da. Ja, Karatev. Dich werde ich auch so schnell nicht los. Was dir denn für Vögel? Seid ihr denn? Guten Tag, der Herr. Fürs Reden ist keine Zeit. Geht weg! Okay, seid aber sehr freundlich. Die Herren sehen sehr verdächtig aus. Sollte ich definitiv im Auge behalten. Gerüchten zufolge versuchen die Nord ganz Solzheim gefangen zu nehmen und die kaiserliche Festung auf der Insel zu zerstören. Was ist doch der Laden? Die Nord haben schon immer alles versucht, um ihr Gebiet zu beschützen. Mann, also war sie doch im Laden. Das muss doch der Laden sein. Hier der Eingang sein. Sollte ich mich wirklich mal auf die Lauer setzen. Schauen, wer hier nachts ein- und ausgeht. Das wird wohl fürs Erste das Beste sein, sich hier mal zu verstecken und zu warten, wer alles da unten ein- und ausgeht. Sollte nun Abend sein. Wollen wir doch mal schauen, ob jemand im Laden ist. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte... Gottes Willen, wer... ...eures Lebens. Was ein Unsichtbarer. Ihr werdet mich nie besiegen. Wusstest doch. Mehr könnt ihr also nicht. Das sagt ihr. Sonst noch jemand? Oh, ihr noch! Mehr könnt ihr also nicht. Okay. Komisch, war der nicht der, der mich vorher so angemaunzt hat heute am Mittag? Schienen mitnehmen und etwas Geld. Waffen kann man immer gebrauchen. Die sahen schon sehr verdächtig aus. Geld. Kann man alles verkaufen. Geld. Okay.
Dann wird es definitiv Zeit. Okay, hier ist es etwas heller noch. Mit der Beleuchtung. Kurz in die Taverne einzukehren. Und dort kurz zu übernachten. Und danach... Und da ist ja Norbert, Lelis. Ich habe gute Nachrichten, Herr Lelis. Konntet ihr mein Problem mit den Einbrüchen lösen? Oh ja, das konnte ich. Als ich runterkam, waren drei richtig große Typen dort. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kanntet, aber einer nannte sich der Vierschrötige und war ein ziemlich ungehobelter Zeitgenosse. Aber nichts, was eine Klinge beheben könnte. Ihr habt sie erwischt? Wunderbar. Aber ihre Namen klingen mir vertraut. Alle diese Männer haben hier gearbeitet. Erstaunlich. Ich ließ sie sogar morgens den Laden aufschließen, so sehr habe ich ihnen vertraut. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie zu Verbrechern gemacht haben soll. Traurig. Tja, hier ist eure Bezahlung. Ich hoffe, ich konnte euch so helfen und wünsche euch alles Gute für euren Laden. Wünsche euch auch alles Gute, bessere Mitarbeiter zu finden. Ich grüße euch. Viel zu tun heute. Gruß. Okay. Dann zurück zur Kriegergilde. Und Bericht erstatten. Eine wunderschöne Nacht heute. Guten Abend, der Herr. Zum Glück noch nicht so dunkel. Man sieht noch ein bisschen was. Aber man kann sich heutzutage wirklich nicht sicher sein, wen man einstellen soll. Vertrauen wird immer missbraucht. Merke dir das, Paul. Vertrau nur dir selber. Niemandem sonst. Sei immer auf der Hut. Ein Freund ist dein Feind, der dich noch nicht angegriffen hat. Es hat mir immer geholfen. Ja. Aber es ist ein einsamer Weg, Karatev. Ein einsamer Weg, den ich nicht gehen möchte. Ich habe noch nicht ganz das Vertrauen in die Menschheit aufgegeben. Mal schauen, ob wir den Herrn finden können. Oder ob er schon im Bettchen ist. Bloß niemanden noch aufwecken. Ist ja doch der Herr. Entschuldigung. Wann ist der Portier? Hallo. Wo ist er denn? Noch nicht mit dem Portier reden. Ist er das? Da verwechsle ich. Was kann ich für euch tun? Nein, ich verwechsel euch mit jemandem. Es tut mir leid. Geht wieder schlafen. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Ich doch immer. Scheint gerade nicht anwesend zu sein. Oder vielleicht hier oben. Wo die... Das müsste er sein. Genau, Azan. Entschuldigung, Azan. Einen wunderschönen guten Tag. Das wünsche ich euch auch. Ich konnte Norbert Lelles helfen mit seinem Problem.
Sounds like everything is taken care of there. Good work. Danke. Habt ihr sonst noch irgendwelche Aufgaben für mich? Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Fragt doch Burz Grokasch in Chardinal. Er hat vielleicht etwas. Chardinal, okay. Wie sieht es mit meinem Fortschritt in der Gilde aus? Ich bedauere, ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Erfüllt weiterhin eure Aufträge und Pflichten gut, dann sehen wir weiter. Okay, dann lasse ich euch jetzt mal weiter schlafen und melde mich in Chardinal. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Wiedersehen. Gut. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Ein Wauzi. Ah. Ja. Wird es wohl das Beste sein, sich nach Chardinal zu begeben. Aber definitiv nicht zu so später Stunde. Beste wird sein, okay, sind wohl alle Betten gerade belegt. Puh, dann werde ich wohl im Sitzen schlafen, aber das kann ich am besten. Und dann im Morgengrauen mich aufmachen nach Chardinal.